die mich früher kannten oder schon länger kennen, wissen, ich war absolut auf der Suche nach der Auflösung des Rätsels Leben. Im Sinne von, wie funktioniert das genau? Was muss ich alles wissen? Was muss ich alles tun, damit ich ein besseres, schöneres, einfacheres, leichteres Leben haben kann? Darin enthalten waren philosophische Exkurse, Therapieansätze, noch mehr Therapien. Und habe immer wieder auch diese Erzählerstimme in meinem Kopf auseinandergenommen. Nicht realisierend, dass die immer erzählt, egal was gerade ist oder nicht ist. Und dass ich nicht auf diesen Erzähler in dieser Form hören muss und dass der auch nicht per se die Wahrheit spricht. Also und ein paar von euch haben diese Erzählerstimme auch benannt mit Rottenmeier und Bob und so weiter. Aber an sich ist es ein Erzähler, der unser Leben kommentiert, den Anschein macht, dass es aber wahr, die Wahrheit ist, was wir denken. Und durch diese Verbindung, dass wir die Wahrheit und dass wir diese Gedanken immer fühlen, bekommt das ja noch mehr Gewicht, wenn wir nicht begreifen, dass wir im nächsten Moment, wenn wir einen neuen Gedanken haben, wieder ein anderes Gefühl haben. Und dass dieses Wissen, dieser gesunde Menschenverstand, diese Intuition, die eben in uns ist, immer im Moment, in dem wir gerade sind, für uns funktioniert, weil wir so designt sind. Für mich als lange Suchende zu realisieren, dass ich viel weniger wissen muss, als ich immer dachte, dass es viel einfacher ist im Sinne von, alles, was ich tun muss und wissen muss, weiß ich, wenn ich es wissen muss. Und ich mir nicht weiter Dinge überlegen muss, die allenfalls gar nicht nötig sind im Moment. Und das ist ja so fast ein wenig konterintuitiv, weil wir immer in diesem Narrativ, in dieser Erzählerstimme mitgehen. Und die sagt ja, nein, aber das reicht nicht. Und ich muss noch, um überhaupt die Entscheidung und, und. Und lustigerweise wir aber in der Natur der Sache immer wieder trotz der Stimme eben intuitiv oder aus diesem Wissen heraus richtig in Anführungszeichen handeln. Und ich möchte aber nicht mit mir und euch beginnen, aber ihr werdet ganz schnell dran sein, sondern ich lese gerade Dicken Bettingers und Natasha Sverdlovs Buch auf Deutsch. Es ist auf Englisch erschienen vor ein paar Jahren und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und damit ich es auch Kundinnen und Kunden empfehlen kann, lese ich es gerade auf Deutsch. Und ich mag ja diese Fragen- und Antwortgeschichten. Ich mochte die schon in der Bravo damals und überall, wo man so eine Frage stellen konnte und jemand die dann beantwortet hat. Und Dicken und Natascha haben das auch gemacht. Und ich habe einfach so eine rausgepickt, um zu beginnen. Und dann werde ich dazwischen wieder eine nehmen und sie von eben den beiden beantworten lassen. Ich mag es nicht, wenn ich mich nicht gut fühle. Was kann ich dagegen tun? Und ich glaube, da können wir alle irgendwie so ein bisschen die Resonanz spüren.
Manchmal gibt es ja Momente, da ist man einigermaßen okay mit nicht okay sein und manchmal überhaupt nicht. Sie sagen, es ist nichts falsch daran, sich nicht gut zu fühlen. Alle Gefühle sind freundlich und nützlich. Wenn du dabei wärst, blind in den Verkehr zu laufen und ein Freund sagen würde, pass auf, dich am Arm packen und dich zurück auf den Bordstein ziehen würde, würdest du ihm dafür danken, dass er dich davor bewahrt hat, verletzt zu werden. Auf die Gleise sind deine unangenehmen Gefühle nicht negativ. Sie laden dich dazu ein, dich einfach zu entspannen und zuzulassen, dass Weisheit mit etwas Neuem und Frischem dich durchdringen kann. Gefühle sind nur vorübergehende Gedanken. Du kannst Gedanken nicht davon abhalten, in deinen Kopf zu kommen. Wenn du deine Gefühle als freundlich und nützlich betrachtest, kannst du sie als Leitsystem gebrauchen, das deinen Geist für neues Denken öffnet. Das bedeutet, du musst nichts tun, wenn du dich nicht gut fühlst. Wenn man sie in Ruhe lässt, werden sich Gefühle sowieso auf natürliche Weise verändern. Die Natur von Gefühlen zu verstehen, wird dir dabei helfen, all deine Gefühle zu akzeptieren. Alle Gefühle, ob negativ oder positiv, entstammen der Kraft von Gedanke und werden durch sie lebendig. Das war die erste Fragtikel und Natascha. Weil ihr da seid, habt ihr schon irgendetwas gehört? Sonst wärt ihr nicht jetzt hier mit großer Sicherheit. Was aber ganz oft geschieht, wenn wir eine Einsicht oder Erkenntnis haben, dann finden wir die toll für den Moment und warten aber schon fast auf die nächste. Und ein Teil davon, wenn etwas Neues für uns reinkommt, wenn wir eben wissen, was der nächste Schritt ist, wenn wir eben Ja oder Nein als Navigation wahrnehmen zu beginnen, ist auch anzuerkennen, von wo dieses Wissen kommt. Und im Anerkennen, dass wir Mentored by Mind sind, gelebt werden auch, öffnen wir uns noch mehr für eben diese Erkenntnisse. Und ganz das Wunderbare daran finde ich, dass es so praktisch ist. Es tönt manchmal philosophisch und spirituell oder psychologisch und gleichzeitig hat es was ganz Praktisches. Und ein kleines Beispiel von mir, dass ich immer noch mehr und noch mehr und noch mehr mich dieses Vertrauen in dieses Nichtwissen habe, weil ich es dann schon weiß. Ich weiß nicht, noch nicht, ob ich morgen früh nach Berlin fliege oder nicht, weil ich konnte es nicht. Es gab Gründe dagegen, Gründe dafür und Coronavirus und Flughäfen und ich habe hin und her überlegt und konnte mich nicht entscheiden. Und irgendwann wusste ich, es ist alles bereit, ich kann gehen oder nicht gehen, ich lasse es. Und wieder zu beobachten, wie es mir tut. Ich habe heute zu packen begonnen und gesehen, ah, wahrscheinlich fliege ich. Also die Richtung hat sich bei mir jetzt über das Tun gezeigt. Es hätte aber auch sein können, es sein zu lassen und ich hätte plötzlich gewusst, ich gehe oder ich gehe nicht. Was uns
darin manchmal in die Quere kommt, ist, dass wir die Zeit bestimmen wollen, bis wann wir wissen oder nicht wissen. Bei mir ist jetzt einfach, entweder sitze ich morgen im Flieger oder nicht. Aber und früher hätte ich heute wissen müssen, ob ich morgen fliege oder nicht. Weil ich muss ja und packen und alles organisieren, falls ich nicht. Und also all diese Dinge. Und aber zu erkennen, es ist alles vorbereitet, ob ich gehe oder nicht. Ich muss mir keinen Kopf machen. Ich werde es wissen, wenn ich im Flugzeug sitze. Ich möchte, dass ihr euch überlegt, wann habe ich solche Situationen für mich erlebt in meinem Leben? Im Sinne von, ich war in einem Thema gefangen, konnte ein Problem nicht lösen und aus irgendwelchen Gründen hast du es vielleicht auf die Seite gelegt, hast nicht mehr darüber nachdenken können. Manchmal sind wir ja so im Sturm, dass es irgendwann ein Kollaps gibt mit Denken und wir nicht mehr weiter denken und dann kommt's. Also wann hast du so ein Erlebnis gehabt, wo du angestanden bist, dich zur Klarheit denken wolltest, im Sinne von duschen, um trocken zu werden, das irgendwie sich für dich sichtbar gemacht hat, dass eine neue Lösung, ein intuitives Wissen, dein gesunder Menschenverstand reingekommen ist und du plötzlich einen Weg gesehen hast. Überleg dir eine Situation oder mehrere, in dem dich dein gesunder Menschenverstand, deine Intuition zur Lösung oder zum nächsten Schritt gebracht hat. Als Übung geht es ums automatische Schreiben. Also im Sinne nicht zu lange denken, sondern Stift ansetzen und drauf losschreiben, wenn nichts mehr kommt, Scheißübung, ich habe keine Ahnung mehr, bla bla bla, und weiterschreiben, bis wieder etwas kommt. Und versuch wirklich, alles, was dir kommt, vielleicht kommen ganz alte Dinge, vielleicht sind es Sachen, die du gerade erlebt hast, einfach mal beobachten, was kommt. Das eingebaute GPS ist von Moment zu Moment zu Moment zu Moment für uns da. Und indem wir erkennen, ich fühle meine Gedanken und nicht der Streit meiner Cousine oder mein Ehemann, in dem Moment, in dem wir aufwachen wieder dazu, hören wir, was gerade angesagt ist. Ob es Joggen ist, was tun oder nichts tun. Oder abgehen im Gedankenkarussell und dort drin sein für diesen Moment. Und mit dem Wissen, dass es die Welle ist, müssen wir immer weniger tun, um sie nicht zu fühlen. Aber für mich und für euch immer, immer wieder, eure Gefühle sind der Indikator, um die Kartoffel fallen zu lassen. Wenn ihr euch unsicher, gestresst, angespannt, aufgewühlt fühlt, dann geht ihr in eurem Kopf ab. Dann fühlt ihr aufgebrachte, wütende, unsichere Gedanken im Moment. Und wenn ihr die Gefühlsampel wahrnehmt und danach
die Hände von eurem Verstand nehmt und Fakte, Inhalt auf was dann gerade abgeht, dann öffnet ihr die Hände und die Kartoffel, die euch die Hand verbrennt, fällt auf den Boden und ihr erwacht wieder zur Realität, dass ihr Gedanken im Moment fühlt. Und aus dem raus kommt die Ruhe und die Klarheit und das Wahrnehmen des Raums darunter. Und das Wissen ist jetzt Joggen oder Sitzen oder Schreien oder Sein angesagt.